Wasser. Das ist jetzt so schrecklich. Jetzt seht ihr mal wahren Reichtum abgehoben. Renner, du Fahren! Am Anfang dachte ich schon, nein. Mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Also schwindelig vom Kopf her. Der Kopf kommt nicht mehr rein. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wie ihr seht, wir sind wieder an der Nordschleife. Nicht mit meinem Auto, sondern der Ringbetreiber hat sich gedacht, ich gönne euch mal noch ein paar offene Tage bei den Touris. Und deswegen möchte ich heute jemanden vorstellen. So Leute, bevor ihr jetzt erfahrt, wen ich euch heute vorstelle, einmal kurz zum Video. Video habe ich jetzt fertig geschnitten. Ist wieder ein bisschen länger geworden, trotzdem sehr cool, finde ich. Ist knapp, ich weiß nicht, 32, 33 Minuten, aber es ist ja Sonntag, ihr habt ja Zeit. Video besteht im Groben aus zwei Teilen. Erster Teil ist, wir sprechen über das Auto. Zweiter Teil ist, wir fahren, aber alles natürlich in einem Video. Also heute gibt es alles zu sehen. Ja, an dem Tag war es brutal windig, das möchte ich einmal sagen. Also es war wirklich die Aufnahmen draußen. Ich hatte gedacht, scheiße, man kann am Ende gar nichts verstehen. Ich finde, dafür ist es okay, aber ich bin mit der Tonqualität selber noch nicht zufrieden. Also wir arbeiten noch daran. Jetzt ist ja bald Black Friday, vielleicht gibt es nochmal hier und da ein bisschen was Neues. Ich habe ein Richtmikrofon schon dran. Das ist jetzt also nicht einfach nur mit diesem Osmo Pocket, den ich hier habe, wo auch immer, den ich hier habe, gefilmt. Aber ich glaube trotzdem, dass der die Tonqualität mindert, warum auch immer. Ich weiß nicht, da müssen so Adapter dran und so weiter. Will ich euch nicht mit langweilen. Ich will nur sagen, ich arbeite daran. Es kann nur noch besser werden. In dem Sinne würde ich sagen, ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldung zu dem Thema. Ich freue mich auf ein Abonnement von euch, ein Like und so weiter. Jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Viel Spaß. Und zwar jemanden, den ihr eigentlich schon kennt, zumindest vom Namen her, habt ihr das schon sehr, sehr oft gehört. Jemand, der ja am Ring immer für viele sehr hilfsbereit ist, aber der auch ein sehr guter Fahrer ist und der auch ein sehr cooles Auto hat. Und deswegen jetzt mal einen riesen Applaus. Philipp, Mahlzeit. Philipp, komm jetzt mit. Moin. Gute. Immer dieses gespielte nochmal Handgeben, obwohl wir schon 20 Minuten geredet haben. Ne? Ist ja das Ding. Okay. Ja, ich mit Jacke, alter Engländer. Klatsch. Interview abgebrochen. Ciao. Ich bin dann weg. Ja, Philipp, sag einmal kurz, wer du bist, was du machst. Damit die Leute, die dich nicht kennen, weil es gibt ja vielleicht ein paar Leute, die dich nicht kennen. Könnte sein. Ja, ich bin der Philipp, bin 35 Jahre alt. Wohne in Adenau, arbeite in Nürburgring, habe da meine Werkstatt, bin für den einen oder anderen immer mal wieder da, wenn irgendwas quietscht oder pfeift oder irgendwas wieder kaputt ist. Also oft für viele. Eigentlich nur. Ne? 24/7. Ja, ne? Ja, es ist halt beeindruckend. Im Jahr, wie oft bist du da, Anna? Jeden Tag? Ja, von Montags bis Sonntags. Von 9 bis, keine Ahnung, 22 Uhr, 23 Uhr. Ja, lass uns mal vorne anfangen, denn was haben wir hier? Wir haben hier ein M2 Competition. Ich mache es auf meinem seriennahen Zustand. Ist sehr seriennah. Die Fahrgestellnummer ist Serie. Und der Rest eben nicht mehr. Erzähl mal was zum Motor. Zumindest habe ich eben irgendeine Zahl gehört, die sehr, sehr hoch war. Das ist, ja, S55 hat natürlich massiv Potenzial. Du kannst beim S55 in der Serienperipherie schon richtig viel rausholen. Sauberes Mapping drauf. Der Motor ist komplett Serie. Lader, Downpipe, OPF. Lediglich ein anderer Endschalldämpfer, weil dieser Hänge-Endschalldämpfer weg sollte. Und wir fahren jetzt auf dem aktuellen Mapping 580 PS und 800 Newtonmeter. Das sind ja Werte, wenn ich an meinen S65 denke. Da musst du schon die Vorkarts rausmachen, ne, damit du da hinkommst. Und dann wird ganz knapp. Dann wird es ein bisschen eng. Aber neuen Wasserkühler hast du jetzt drin. Genau, ich habe jetzt einen neuen Wasser-Luft-Wärmetauscher drin. Also einen Ladeluftkühler inklusive dem Wärmetauscher vorne, einen neuen DCT-Kühler drin. Mhm. Damit wir einfach auf Langlebigkeit arbeiten. Du machst ja nicht nur Werkstatt und schnelle Fummeleien, dass die Autos wieder laufen. Du machst ja auch Setup und auch Radlastwaage einstellen. Genau. Und das ganze Zeug. Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage, was ist da für ein Fahrwerk drin? Ich habe schon so eine leichte Vermutung. Aber so eine leichte Vermutung? Was ist eine leichte Vermutung? Irgendwas Lilanes mit gelbem Anteil wahrscheinlich. Ja, kommt hin. Mit teilweise noch ein bisschen schwarz dabei. Nein, wir fahren hier in KW Competition zweifach. Mit Uniball-Stützlagern vorne, hinten. Setup logischerweise von dir gemacht. Genau. Fahren an der Vorderachse die Serienvorderachse mit Zugstrebenlagern in Uniball. Die Hinterachse ist komplett M4 GT4. Okay. Cool. Diff höher gelegt. Ja, wenn wir jetzt weiter zum Auto sprechen, will ich vorher mal einmal das Thema angreifen. Wie kommt man an die Nordschleife? Hast du hier immer gewohnt? Wie kommt man dazu, hier eine Werkstatt zu machen? Und wie kommt man dazu, sein geldes Geld in so ein Scheißding zu pulvern? Das ist kein Scheißding. Das ist weiß und das ist geil. Wie komme ich hier hin? Wie hat es angefangen? Ich bin mit 18. Das erste Mal hier gewesen, so wie jeder von uns eigentlich so, boah geil, wir fahren mal an den Nürburgring und ein bisschen gucken, ein bisschen hier. Also du hast nicht hier gewohnt? Nein, ich komme aus Siegen ursprünglich. Okay. Das ist so von hier ungefähr 140 Kilometer weit weg. Mhm.
Und bin halt aus Spaß hier hochgefahren. Hab dann irgendwann mit einem Bekannten zusammen in der RCN geschraubt. An einem E30 oder 8 CDS. Und dann haben sich ganz viele komische Zufälle verkettet. Ich habe dann Wochenends hier oben in Nürburg gekellnert, damit ich mir eine Garage und ein Zimmer verdient habe. Bin dann selber hier gefahren, hatte mein Zimmer und meine Garage. Hab samstagsabends, sonntagsabends gekellnert und meine Kohle verdient zum Fahren. Und hab dann irgendwann meinen damaligen Chef, den Herr Teichmann, kennengelernt. Und der hat mir dann einfach einen Job angeboten. Von Teichmann Racing. Genau. Der hat mir einen Job angeboten, ja, und dann habe ich meine Sachen zusammengepackt, habe meinen Job bei BMW in Siegen gekündigt und habe gesagt, bin da mal weg, jetzt bin ich hier. Was hat das Ganze mit Renn4Ring zu tun? Ich verstehe das nicht, aber ich weiß, dass deine E-Mail-Adresse philipp@renn4ring.de. Genau, das ist meine alte E-Mail-Adresse. Ich habe ja beim Teichmann gearbeitet, bin danach zu Black Falcon, habe bei Black Falcon gearbeitet und bin dann danach zu Renn4Ring und habe da ein Jahr den Fuhrpark, also die ganzen Mietautos bei Renn4Ring gemacht. Die E-Mail-Adresse habe ich halt immer noch. Okay, also wenn man dich kontaktieren will, hat mich letztens nämlich jemand gefragt, Instagram. Genau. Entweder philipp@renn4ring.de oder halt über meine Mobilfunknummer, die kannst du bestimmt jetzt unten irgendwo einblenden. Die können wir auch einfach in die Videobeschreibung reinschreiben. Ja, oder so, geil. Oder du baust jetzt einfach mal diesen Winter eine Website. Lässt bauen. Ja, Alter. Mit den drei linken Programmierhänden programmierst du die mal gerade selber. Ich kann das, ne? Ich tipp das. Das ist genau meine Welt. Schwierig, ne? Leute, jetzt wisst ihr zumindest mal grob was Bescheid. Komm, wir gucken mal. Jetzt seht ihr mal wahren Reichtum. Wenn man nämlich vorne eine Pro 5000R hat, ist das schon gut. Aber Leute, ihr seht immer daran, wenn ihr mal auf Parkplätzen hinten auch eine Pro 5000R seht, dann wisst ihr, was richtig im Portemonnaie los ist. Nichts mehr dann. Dann nämlich gar nichts mehr. Genau, wenn du die gekauft hast, ist da erstmal Ebbe. Muss das sein? Oder war das einfach geil? Das ist einfach geil. Aber das muss nicht sein, oder? Nein, du kannst auch auf der Vorderachse eine Pro 5000R fahren und fährst auf der Hinterachse die Serienbremse. Dann macht es eigentlich sogar Sinn, den mit der großen 6-Kolben-Bremse zu bestellen, dass du den 4-Kolben-Sattel hinten hast. Dann kannst du die Serienbremse drauf lassen. Ich habe halt gesagt, okay, komm. Reichtum? Nee, ganz oder gar nicht. Du willst ja auch zeigen. Du willst ja auch ein bisschen zeigen, was du hast. Du musst ja auch zeigen, was du hast. Du willst ein bisschen zeigen, was geht. Ne? So, und dann kannst du halt auch sagen, wenn du schon so anfängst, das fährt sich halt nochmal ein bisschen geiler. Okay. Ja, ich habe ja auch mal bei mir überlegt, aber ich. Wird Zeit. Hä? Wird Zeit, ne? Ja, wenn du keine hast, bist du. Nee, das ist es halt. Dann stehst du am Parkplatz. Nein, ja, vorne ja, aber. Hinten nicht? Nein. Tja, besser haben als bauen. Mach's gut, ne? Wir beenden das Ganze dann hier. Felgen? Was ist das? Das sind Two Forge Räder, englischer Hersteller, die haben wir uns bauen lassen, okay. Weil wir die in den Größen genauso wie in den ETs komplett variieren können. Die hast du dir bauen lassen oder wer ist ihr? Die habt ihr uns bauen. Die hast du dir bauen lassen. Mir bauen lassen. Damit die ohne Distanzscheiben, ohne Anpassungen direkt draufpassen. So können wir 295, 30, 18 auf der Hinterachse fahren, haben ausreichend Platz zum Tankeinfüllrohr, haben Platz zur Radlaufkante, da passt alles. Okay. Plug and play. Was denkt ihr, Rundenzeiten? Schreibt es jetzt mal drunter. Das ist es der schnellste, aktuell schnellste M2 am Ring? Eigentlich ja, oder? Momentan glaube ich ja. Schreibt mal jetzt drunter, was ihr denkt, was der für eine Zeit BTG fährt. Und jetzt müssen wir irgendwie kurz die Zeit überbrücken. Ja, schreib es also jetzt drunter und jetzt sagst du es uns. Nein, wir sind aktuell sind wir bei 7 Minuten 11. Das ist eine gefahrene Zeit auf dem Trackday bis jetzt mit einem Satz Dunlop Diretza. Kein neuer Diretza, ich denke mit einem neuen Diretza oder wenn du auf einen Michelin Slick oder ähnliches gehst, dann ist dieses Auto irgendwo bei einer 6XX. Also es geht unter 7. Aber Döttinger Höhe offen. Genau, Döttinger Höhe offen. Und Leute, obwohl, ganz ehrlich, da kann ich dir sagen, wenn du also Pylonengasse rausbeschleunigst, ich gehe mal davon aus, wenn wir gleich fahren, wirst du das merken. Der Unterschied ist nicht mehr so phänomenal vom Rausbeschleunigen bis zur Brücke oder wenn du durchfährst. Weil wir reden halt von 580 PS und 800 Newtonmeter. Ne? Mhm. Also von 0 auf 200 geht aktuell so in 10,95. Von daher macht das nicht mehr so viel aus. Ich sag mal, das macht vielleicht noch 1,5 oder 2 Sekunden aus. Was sagst du, das interessiert mich selber sehr, dieses Auto im Vergleich zu einem M4? Weil technisch ist es ja das gleiche Auto. Es ist aber vom Radstand her ist es was anderes und Gewicht ist, glaube ich, auch gleich, ne? Oder? Nee, sind ein bisschen leichter, die M2. Also ich habe jetzt hier stehen jetzt aktuell 1510 Kilo vollgetankt. Also 50 Kilo fast leichter. 50 Kilo leichter als der. Und der kürzere Radstand, wie macht sich das für dich bemerkbar? Ich finde dein Auto ist agil. Ja, ich bin gespannt. Ich fahre gleich zum ersten Mal in einem M2 Competition mit, noch nie mit Mann. Nicht Serie, nicht umgebaut, nicht gar nichts. Gar nicht? Nein, ich bin auch noch nie in einem S55 mit Ladedruck gefahren. Immer nur, also einmal in seinem. Einmal in seinem, ohne Ladedruck. Ohne Ladedruck, ja. Mit dieser S55 Sauger. Ja, hatte er. Perfekt. Ja, geil. Lass mal in den Innenraum gucken. Wie Sie sehen,
Die Seen sind wirklich, ja, das ist halt geil, weil das so geformt ist. Bei mir ist das so eine gerade Platte. Das ist die Pro 5000R an der Hinterachse unter den Türverkleidungen, ne? Um auf das Thema wieder zurückzukommen. Was ist das? Das ist, M235 bzw. M240 E-Cup. Also kann man fertig so kaufen. Genau, ist wahrscheinlich gar nicht so übertrieben teuer, oder? Ich glaube, die Türverkleidung kostet ein Stück knappe 900 Euro. Die Fußraumwanne kostet ist gar nicht übertrieben Euro. Teuer, würde ich sagen. Ne? Ja, aber es ist fertig. Ne? Es sieht super elegant aus. Einzig und allein hier hinten die Ecke haben wir ein bisschen umgearbeitet. Weil bei der M240 Cup-Zelle ist das Türkreuz ein bisschen anders geformt. Das sitzt noch ein bisschen höher. Tja, ansonsten. Was sehen wir sonst? Wir sehen eine Menge Carbon. Wir sehen Pole Position. Wir sehen eine Schweißzelle von Ireco. Die der Norm jetzt auch kriegt. Der hinter der Kamera steht. Einer muss ja filmen. Ne? Einer muss ja filmen. Einer muss die Kamera filmen. Ja, ansonsten sieht man halt auch wirklich nicht mehr viel. Da ist eigentlich alles raus, außer irgendein Modul war hinten noch drin, das habe ich mitgekriegt, weiß aber nicht welches. Aber der Norm hat es eben gesagt. Was für ein Ding war noch drin? Was raus könnte? Telematik. Ja, könnte auch noch raus. Da könnte ich noch Kilos sparen. Ja. Ganz ehrlich, wenn wir mit dem Koffer nächstes Jahr unter 7 fahren und der noch so schwer ist, guck mal. Türen ja, das sind ist krass. Sind halt auch Heckklappe ist noch schwer, Haube ist noch Serie, Batterie ist noch original. Hier, Junge, das Ding ist. Warum Batterie? Warum keine leichte? Ich meine, das ist ja. Guck mal, warum? Weil auf der Hinterachse eh schon kaum Gewicht ist. Wir haben Makrolonscheibe drin und das ist alles in allem schon echt leicht und wir brauchen halt auch Traktion. In der Summe können wir hier wahrscheinlich auch noch entspannte 90 Kilo rausschmeißen. Ja, oder? Mit Heckklappe, Haube, Türen, Batterie. Klimaanlage. Nein, die bleibt drin. Weißt du, der Mann, Feeling. Der braucht dieses kalte Feeling einfach. Ne? Ich stehe hier mit so einer Jacke, der Norm auch mit der Jacke alle am Frieren. Überleg mal, mir ist so bullenheiß. Wirklich, oder? Ja, fühl mal, ist nicht kalt. Nein, ich weiß. Hast du meine Hand? Ja, ja. Du frierst ja fast ein. Ja. Nee, ich muss im Auto muss ich irgendwie 16 Grad. Ist übelst kalt, oder? Ich muss im Auto 16 Grad Klima haben, sonst ist es mir zu warm. Wie machst du das denn bei der VLN? Oder jetzt? Was fahrt ihr? RCN und VLN fahr ich. Da habt ihr keine Klima. Trockeneis und dann sitzt ihr. Fenster auf und keine Ahnung. Da geh ich kaputt. So, Reifen, die Retzer. Ja klar. Auch da wieder der Reichtum, natürlich. Was sagst du im Vergleich zum Eier? Auch da wieder der Reichtum. Abgehoben. Was sagst du im Vergleich zum Eier 1? Ich würde es ja auch nächstes Mal gern probieren. Aber die sind ich ja so teuer. Ja, aber die sind auch so geil. Nein, auch der AR1 ist geil. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Ich bin vorher auf den Felgen auch die gleiche Kombination zu 65 und 95 AR1 gefahren. Das funktioniert schon. Der AR1 ist mir aber persönlich ein bisschen zu intensiv vom Luftdruck. Du fährst, du musst Luftdruck anpassen, du fährst, du musst wieder anpassen. Ist krass, oder? Ja. Und ist es bei dem nicht? Nein, beim Diretza setze ich fahre kalt mit 2,2 bar los, fahre eine Runde warm, lasse den ab auf 2,3, 2,4 und dann kann ich den ganzen Tag durchballern. So, dann fahre ich runter, fahre an die Tankstelle, ich habe irgendwie 0,2, 0,3 bar Druckverlust beim Abkühlen, fahre den mehr entspannt nicht. Wieder warm. Nein. Ich habe ja ich immer ja keine 4 Tage an der Tankstelle. Kollege, ich will fahren und nicht irgendwie. Wenn er mal nicht schrauben muss, dann fährt er. Ne? Da geht halt 54 Liter Sprit rein. Das so ist nicht schnell. Viel, ne? Nein, du fährst wie lange? 3 Runden. Maximal aber. Ja. Vier. Ja. Maximal 4. Ja, aber doch nicht mit 600 PS. Doch. Echt? Du fährst eine Runde warm, kannst 3 Runden ballern, dann ist er leer. Exakt. Dann geht der Ausgang gar im Kopf aus. Mann, ich bin so gespannt, wenn ich hier gleich eine Runde mitfahre. Ich hoffe, regnet jetzt endlich noch. Nein! Ich bin ja so ein schlechter Beifahrer. Ich setze mich auch rein, ne? Weil ich ja mal hier diese. Also das ist ja halt auch eine andere Welt im Vergleich zu meinem, ne? Oh. Das ist schon mal dran gewöhnt. Wird Zeit für ein neues Auto, ne? Ist wie ein Turnschuh, reinsetzen und wohl. Jetzt Zeit für die Zelle. Es ist wirklich gut, ne? Sind das hier die gleichen polnischen Fußmann, die ich habe, Norm? Nee, nein, das ist M240. Achso. Du hast 10% des Kostenanteils davon ungefähr. Wie hast denn du die festgemacht, Philipp? Die sind hier an den Originalpunkten. Achso, da. Okay. Also hier unten in den Längsträger. Aber ist. Also vom Innenraum fühlt es sich jetzt ehrlich gesagt genauso groß an wie mein E92. Ja. Ist nicht viel Unterschied, ne? Nimmst was du beim M2 halt hast, wenn du den Pole Position vernünftig montierst, du hast super viel Kopffreiheit. Ja, stimmt, weil das Auto ich auch so teilweise, hoch ist. Ja, ne? Ich habe teilweise Kunden, die sind wirklich so 1,94, 1,95 groß mit Helm, passt problemlos. Hier, das ist auch ein Trick für viele, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ein super geiler Trick. Ist super geil. Hier, was machst du mit deiner doofen Jahreskarte? Die klemmst du irgendwo in die Lüftung, die steckst du in die Hosentasche. Ich habe die an der Fliegentasche und ich stecke die hier rein. Ja, und dann guck die nach hier, die fliegt nicht weg, die ist top da. Junge, selbst bei 2,6G bleibt der Autoschlüssel da hängen, ne? Stimmt, oder? Ist auch geil. Ich habe alles mit Klettfest gemacht, damit ich nicht immer suchen muss. Geil. Ich bin so ein Typ, ich stecke den Autoschlüssel in die Tasche. Und die Jahreskarte in die Tasche. Und dann sitzt die dann sitz ich drin, hab mich angeschnallt beschissen. Und dann so, fuck, ich komme wieder nicht da dran. Und dann geht dir das auf den Sack. Deswegen habe ich alles mit Klettband da reingemacht. Oh Junge, was ist denn das eigentlich? Du kannst den Sitz auch nach hinten machen. Achso, ich dachte, du hast den fest verschraubt. Nein.
Und gestern warst du das erste Mal Beifahrer in deinem eigenen Auto? In dem hier? Junge. Gibt es da Aufnahmen von eigentlich? Ja, die kannst du beim Jan auf dem YouTube-Account hinterher angucken, beim Ringpolice. Ringpolice beim Sloan, der ist gestern. War eine super geile Nummer, ist super prima. Ich bin prädestinierter Beifahrer auf dieser Rennstrecke. Ich bin, mir geht's da ähnlich wie dir. Ja, ich kann es halt gar nicht ab, ne? Also ich kann es auch nicht ab, vor allem je nachdem, in was für einem Auto geht das noch, ne? Bei der VLN, wenn die jetzt irgendwo so eine Taxifahrt machen, geht noch. Aber im eigenen Auto, wenn du weißt, wie gestört du eigentlich mit deinem eigenen Auto fährst. Und wenn es dann noch nass ist. Es war Fuchsröhre, Kesselchen, es war nur ein bisschen nass. Ja. Aber so ein Diretta geht halt. Ja, er sagt die ganze Zeit, das geht. Da ist der Punkt zum AR1, da kann er ein bisschen mehr. Ist das so? Ja. Eine Sache müssen wir klären, das interessiert die Leute immer so brennend. Was kostet so ein Koffer? Und ich weiß, sag nicht, du weißt es nicht, weil ich weiß, du weißt es ganz genau, was er kostet. Ich weiß ganz genau, was er kostet. Also ohne Arbeitszeit, ne? Nee, nein, mit Arbeitszeit. Mit Arbeitszeit. Also ich kann dir hier. Weil er weiß es, weil er euch so ein Auto auch bauen würde, genau wie es hier steht. Deswegen weiß er nämlich, ich baue was im Winter kostet. Noch drei Stück davon, deswegen weiß ich. Dreimal den gleichen? Ja, zwei in Weiß und einen in Hockenheim-Silber. Ja, geil. Und? Also du bist hier bei 55 ungefähr Umbaukosten, inklusive Arbeitszeit. 60 hätte ich auch. Genau, zwischen 55 und 60. Kommt halt drauf an. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Alter, ich brauche keine 1100 Euro Türverkleidung, ich brauche keine 800 Euro. Aber wieso hast du die Türverkleidung genommen, wenn die ganzen Türen, Carbon-Türen, kriegst du schon für 1600 oder 1700 ein, oder nicht? Ja, ich weiß. Aber? Ja, man muss erstmal zeigen, was man hat, ne? Und dann nee, es geht um was anderes. Ich will nicht direkt, ich wollte ja hier nicht Clubsport-Track-Tool draus bauen, aber ich habe gesagt, ich will so wenig wie möglich irgendwie erstmal von der Serie weggehen, weil bei einer Carbon-Tür, ja, das sieht man natürlich. Nein, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, mit einer Carbon-Tür hast du schon folgendes Problem, du hast doch so ein Fenster. Ja gut, so, das ist so. Und ich hab halt auch viele in der Kundschaft und viele Leute, die mögen halt tatsächlich einfach einen elektrischen Fensterheber, weil es halt einfach super komfortabel ist. Eine Carbon-Tür, wir mögen eine Klimaanlage. Sind wir mal ganz halt ehrlich, eine Carbon-Tür ist halt auch nicht immer 1000%. Nee. Du hast nie diesen Komfort einer Blechtür. Doch, ich kann dir einen sagen, wo das so ist. Beim Stucki hast du schon mal seine Tür auf und zu gemacht? Ja. Das ist halt unfassbar. M4 GT4, die BMW-Tür. Ja, okay, aber originale. Ist halt 4 Mille für eine Tür, dann brauchst du noch die Scheiben. Ja, wo der Stucki hat aber einen E92, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber also da, das ist der grüne, den ich auch schon ein paar Mal gesehen habe. Das ist die Tür, die machst du zu. Das ist wie eine originale Tür, bietest du. Also bist du mit Auto bei 100. Ähnlich wie ein gebrauchter Cayman GT4. Würdest du, ja, ist schneller, ja, aber würdest du eher einen Cayman GT4 nehmen oder eher das, wenn du jetzt sagen würdest, du willst wirklich nur hier fahren, dann ist doch, und so sehr ich BMW mag, ist doch Porsche eigentlich geiler, oder nicht? Ist halt immer die Frage, möchtest du ein Produkt von der Stange fahren oder möchtest du was Individuelles fahren? Du könntest, was dein E92 M3 gekostet hat, dafür könntest du auch einen 981 Cayman GTS kaufen. So, der fährt bestimmt genauso gut, wenn du da ein bisschen was machst, dann machst du Fahrwerk und Bremsbeläge, der fährt genauso gut. Aber warum hast du keinen gekauft? Ja. Weil schon ein bisschen geiler ist, was Individuelles zu machen. Ja, das Problem ist halt auch, dass du immer anfängst und dann steigert sich das. Ja, Ganze das ist, irgendwann. Leute, das ist halt wirklich immer das Problem. Weißt du, deswegen habe ich die Spieß rumgedreht, ich habe direkt alles gemacht, da kann mich nur keiner auf den Sack gehen. Weil ich glaube, wenn man zwei Personen 100.000 hinlegt und ein Porsche und ein vollgemotteter BMW, dann werden viele den Porsche nehmen. Ja. Aber wenn alleine schon was Wertbehalt angeht. Werterhalt. Ja, klar, wir brauchen über den Werterhalt bei einem Porsche, brauchen wir nicht reden. Den kaufst du für 120 und ein Jahr später ist er immer noch 110 wert. Ist genau wie beim GT3, GT3 RS. Das ist halt eine andere. Günstiger kann, ich meine, das hört sich immer so dumm an, aber günstiger als mit einem GT3 RS kannst du eigentlich nicht hier fahren. Du hast wenig Verschleiß auf dem Koffer. Ja, fast du hast gar nichts. Du hast eine Anschaffung, die machst du einmal, aber das Geld ist ja nicht weg. Du kaufst für 200.000 und der ist nach einem Jahr immer noch 180.000 wert. Ja. Wenn du nicht unbedingt 210.000 Kilometer draufgeballert hast. Nee. Dann hast du approved, du kannst irgendwie 10 Jahre lang genau, bis das ganze 10 Jahre. Ding über ja, Porsche immer reparieren lassen. Ist schon ein interessantes Hobby, ne? Wie lange bist du jetzt schon hier? Wie alt bist du? Ich bin 35. Also bist 17, du? Seit 17 Jahren fahre ich jetzt hier hoch. Und hier oben fix bin ich jetzt seit 10 Jahren. Wie viele Runden? Wir haben eben einmal überlegt. Grob geschätzt so zwischen 5.500 und 6.000 Runden. 6.000 Runden, Leute. Wisst ihr, wie viel das ist? 6.000 Runden? Ich habe 240. Überleg mal, mein E46 hat mittlerweile 300.000 Kilometer drauf. Das Ding ist erste Hand. Den habe ich neu bei BMW gekauft. Echt, oder? Ja, ja. Das Ding ist erste Hand. Das ist mein erstes Auto gewesen, was ich gekauft habe. Ein E46 M3 war dein erstes Auto? Nein, E46 330. Ist ja ach so, der... Der RCN-Auto. Das RCN-Auto. Ja, geil. Das ist natürlich... Das Ding habe ich jetzt seit dem 16. April 2004. Ja,
das ist natürlich geil. Erste Hand und selber 300.000 Kilometer drauf gefahren, hat was, ne? Ja, und von diesen 300.000 Kilometern, die ersten 100.000 habe ich den normal gefahren. Und die restlichen 200.000 hier. Ja. Da ist der Tom noch Mofa gefahren zu der Zeit, ne? Ja, da war ich noch gar nicht am Fahren. Bobbycar. Bobbycar. Ja, maximal aber nur. Mit E-Antrieb so eins. Oh, oh. Ah. Formel E. Formel E. Was ist denn dein Ziel mit dem Auto? Spaß. Spaß. Aber eben hast du eine Zeit. Ja, klar, pass auf. Ey, jeder, der einen M2 hat und jeder, der so ein bisschen am M2 auch ausprobiert und so ein M2 auch schneller macht, der will natürlich unter die 7. Klar ist das mein Ziel, aber ich setze mich da jetzt nicht unter Druck. Aber war nicht mal irgendein Trackday geplant, wo neue Reifen drauf sollten, wo irgendein Fahrer da war? Genau, das war alles geplant, aber dann gab es... Corona? Nee, Corona war noch nicht mal das Problem. Aber dieser Niederschlag mit Niederschlagsmengen von irgendwie 7 Litern pro Quadratmeter... Der hat dann eine 8 rausgemacht und keine 7. Nein, nicht mal eine 8. Ich wollte gerade sagen, da musst du schon arbeiten, dass eine 8 vorne steht. Also unter 7 ist das Ziel. Nächstes Jahr wird, glaube ich, das Jahr der Ziele. Wir holen jetzt eine Kamera noch aus dem Industriegebiet, Mäusbar. Wir müssen ja hier die Reifen ein bisschen warm fahren. Ah ja. Ah, das Differential dankt also, ne? Du, dann weiß ich, das ist noch da. Ah, schön. Du besser mal so einen Koffer mit Rückfahrkamera bestellt. Alter, geht schon. Geht schon, muss gehen, ne? Deutschlands geilste Hofeinfahrt. Ja, das ist wenn wirklich... Wenn ihr mal richtig Bock auf eine Challenge habt, rückwärts mal eine Hofeinfahrt hoch. Im Nassen wäre noch am besten, ne? Im Nassen mit die Retzer oder Trophäe. Da kommt richtig Freude einfach auf. Ein bisschen an Arsch, Junge. Ein bisschen an Arsch. Guck mal hier, wir können hier die Leistung... Wir fangen nochmal bei 0 an. Hä? Weil man dreht sich anders, er steht permanent bei 2. So. Wenn ihr meine Reset-Taste vom Tempomat gedrückt habt, achtet auf den Drehzahl, das geht. Ja. 98 Oktan, 102 Oktan, 95 Oktan. So, ich fahre 98 Oktan und dann können wir hier nämlich schön... Weil der Tom ja so ein bisschen Angst hat, was nass sein könnte. Also mir ist das wurscht, nein, mach voll. Kannst du hier schön von 400 PS bis 508 alles regeln? Ja, voll. Ja, ja, klar. Ja, klar, ey. Das ist, wenn du abends in den Sekunden schwere Mut die Abstand kannst du Leistung hochdrehen, damit der schneller zu Hause ist. Guck mal schon, Temperatur ist da. Ladedruck ist aber auch da, oder? Alter! Entschuldigung. Das ist aber nicht. Also, da ist ja meiner. Das ist ja jetzt gerade etwas verwundert aus. Alter, das ist ja meiner, ist ja so ein Scheißdreck dagegen. Das ist ja wie, als wenn wir jetzt 2 Liter, Liter Diesel gegen einen M3. Nee, also, das ist schon, ne? Also, das bewegt sich halt schon, ne? Also, wenn wir jetzt so 21, 22. Wenn der Ladedruck kickt. Alter. Junge, ist das schnell. Krass. Deswegen sehe ich auch so jung aus. Das ist aber krass. Denk dran hier, ne? Mäusbau. Ja. Willst du die Weifen? Zieht dir konstant die Falten aus dem Gesicht. Boah. Alter Falter. Ja gut, 560 PS, hast du die mal gemessen? Hat er die auch? Also der hat, also je nach Mapping, wir können leistungstechnisch in der Serienperipherie 615 PS und 900 Newtonmeter. Serienmotor, Leute. Also S55. Und serienmäßig hat der maximal 450 im Competition, ne? Also im M4. Genau. Competition. Siehst du mal, weil BMW an Reserven eingearbeitet hat. Ja, also das ist echt krass. Hier, die kennen wir auch da vorne. Keiner winkt hier, abgehoben. Tino, alle beschäftigt. Abgehoben. Hier da steht da, der Amanak. Amanak Rock. So, ich hole gerade hier die Rock. GoPro und dann befestigen wir die da drauf und dann geht das los. So, starten wir mal hier alles. Geht's los? Ladies and gentlemen, welcome for the actual following it's your podcast. It's your partner, Judy. Du siehst echt zufrieden aus. Sehr gespannt. Ich bin gespannt. Ohne Scheiß, ich bin echt gespannt.
gedacht, da kann ich mich jetzt nicht blamieren. Das ist jetzt Hang gewesen. Boah. Am Anfang dachte ich schon an dem AMG vorbei. Ich dachte, nein, da ist doch noch nass, Ja und? Das Wasser, Kollege. Das Wasser, bleib entspannt. Ja, ja. Das war ja wirklich, das war's Wunder. Moin, moin, Wasser. Alter. Mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Also schwindelig vom Kopf her schwindelig. Nicht, mir ist der nicht. Kopf kommt nicht mehr nach. Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin grad... Das war wirklich krass. Also das war wirklich, wirklich heftig jetzt gerade. Ja, schöne Warmfahrrunde, oder? Ja, Scheißdreck, Warmfahrrunde. Jetzt haben wir bestimmt 2,6 Bar oder 2,7 Bar aufgelaufen. Ja, Leute, ich beende das Mail gerade, die Worte, die fehlen. Ich feier dich. Ohne ich, Helm, ich, da kommt mir das auch noch viel schneller vor. Genau, das ist nämlich der Punkt. Alles andere ist ja langweilig. Ja, langweilig. Das war richtig langweilig jetzt. Aber auch dieses Spiel irgendwo hinten drin, das knallt ja so, wenn du vom Gas gehst. Oder? Was ist das? Eingangsflansch vom TÜV. Muss aber normal. Immer beim Lastwechsel. Babam, babam, weil alles starr aufgehangen ist. Mhm. Alles normal. So, Leute, ich lebe noch. Wieder? Aber das ist jetzt auch... Er hat nicht vergessen, ne? Seine Gesichtsfarbe entsprach dem Pullover. Ja, das haben wir ja zum Glück gefilmt. Okay. Boah, also... heute, also ich bin ja ein schlechter Beifahrer und jetzt gleich bei zwei schnell mitfahren ist halt für meinen Magen und meinen Kopf und meinen alles Gemütszustand komplett beschissen eigentlich sogar. Naja, aber jetzt gucken wir mal, dass wir die Zeit noch... Jetzt verstehen wir euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Sehen wir mal, wie gut das Mikrofon ist gerade. Ja, gucken wir mal. Stehen, aber dann fahre ich auch gleich wieder nach Hause, weil ich muss auch noch wieder 3 Stunden nach Hause fahren. Der Norm, der muss noch 4 Stunden nach Hause fahren. Diese Gesichtserkennung, ne? Ah, guck mal. Jetzt geht's. Jetzt sind wir alle Hackfressen einmal drauf. Ne? Perfekt. Ah, ne, da fehlt eine, stimmt. Rennauto fahren! So, beenden wir das Video mal an der Stelle. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Vielen Dank fürs Erklären. Das ist ein sehr eindrucksvolles Auto, aber ich muss sagen, hier ist noch eindrucksvoller der Fahrer tatsächlich. Also man merkt einfach, komm jetzt noch, wink nochmal, ich hab gar nicht aufgehabt, ey. Wink nochmal. Also hier merkt man einfach die zigtausend Runden Nordschleife, die merkt man einfach. Das ist so ein asoziales Gehacke. Also es ist halt, ja, quasi genau mein Fahrstil, nur schneller. Also ist wirklich einfach schneller, man muss es sich dann ja auch eingestehen, wenn andere Leute schneller sind und ist halt einfach schneller. Ich habe eine fette Macke, weil ich richtig hacke. Ja, genau. Alter. Guter Spruch, Team Hacken. Kriegst einen Team Hacken Aufkleber, den klebe ich hier groß irgendwo hier drauf. Ich hoffe, das kommt auf Video etwas rüber, aber ich glaube ja. Spätestens an deinem Gesicht. Alter. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die 34, 35 Minuten haben euch den Sonntag etwas versüßt. Das Wetter ist ja nicht so gut, deswegen werdet ihr wahrscheinlich zu Hause sitzen und ein bisschen rumchillen. Ja, ich bin auf eure Rückmeldung gespannt. Ich weiß, Ton war so eine 5 von 10. Nicht darunter, aber auch nicht darüber. Werde ich dran arbeiten. Man muss sich ja auch noch ein bisschen steigern. Ich bin aber auf eure Rückmeldung gespannt. Sollen wir sowas öfter machen? Denn an der Nordschleife gibt es ja noch zig andere Leute, die völlig interessante Autos fahren, die total geil fahren können oder die vielleicht einfach interessante Leute sind. Der nächste Kollege wird in jedem Fall Stefan Miklowald mit seinem Über M3 GT4. Das ist einfach das krasseste Ding auf dem Planeten. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein. Kommt nächsten Sonntag. Ja, und dann freue ich mich einfach auf Rückmeldung von euch, wen wir vielleicht noch zu sowas mal einladen oder uns dahin einladen können, weil er kommt ja nicht zu uns. Wir kommen ja quasi zu ihm an die Nordschleife. Ich hätte mal Bock auf Thilo und seinen Dyson. Ich glaube, die Insider wissen Bescheid. Ja, auch mega wildes Ding. Da hätte ich auch mega Lust zu. Aber der hat auch schon gesagt, können wir auf jeden Fall mal machen. Bin gespannt, ob er das Video jetzt hier sieht und hier kommentieren wird. Ja, werden wir machen, Tom. In jedem Fall danke ich euch, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand und werdet über alles informiert. Achso, ich hatte schon mal bei Instagram eine Umfrage gemacht. Wenn der Norm da ist, überlegen wir vielleicht mal hier bei YouTube live zu gehen. Der Norm kommt ja und wir bauen ja mal ein M3 komplett um von innen. Das heißt, der ist eine ganze Woche bei uns in der Halle und wir bauen alles um. Sollen wir da mal einen Abend, auf einen Mittwochabend, mal entspannt so 1-2 Stunden mal ein bisschen live gehen? Ich weiß nicht, ist das cool oder nicht cool? Also ich würde es einfach mal gerne ausprobieren, weil das Q&A letztes Mal hat mir halt mega viel Spaß gemacht und da könnt ihr halt direkt Fragen stellen. Man kann direkt so interagieren, ohne dass man das alles geschnitten hat, dies und das und tralala.
Wäre ich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute dann kommen. Aber könnt ihr mal sagen, werdet ihr dabei oder werdet ihr nicht dabei? Also Leute, macht's gut. Ciao.